Hallo zusammen, hier ist wieder heute und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir ein paar Geißelsteine raushauen und dann dementsprechend über diese Geißelsteine uns ein Rezept-Token holen, wo wir einige Rezepte rausbekommen können. Und ja, da gibt es zwei verschiedene Händler und wie das Ganze funktioniert, will ich euch jetzt mal erklären. Und danach werden wir einige Geißelsteine raushauen. Ich würde sagen, bei dem jetzt 120 von den großen, heißt von denen Geißelstein des Verderbers. Da habe ich mittlerweile schon einiges zusammengefarmt und wie das Ganze funktioniert, will ich euch jetzt erklären. Wenn ihr das Ganze auch machen wollt, braucht ihr nämlich ein paar Voraussetzungen vorher. Und zwar braucht ihr mehrere Achievements. Einmal finden wir das unter Erkunden, dann sind wir, glaube ich, Östliche Königreich und dann braucht ihr einmal Erinnerung an Scholomance. Dann könnt ihr nämlich das alte Scholomance freischalten. Dann benötigt ihr Schutz der Zitadelle des Schreckens. Genau, da könnt ihr die Geheimnis von Naxxramas freischalten. Und mit diesen Sachen habt ihr dann die Möglichkeit, im Scholo, in Stratholm und in Naxxramas quasi Geißelsteine bekommen zu können. Dann kriegt ihr so einen netten Buff drauf. Und dann gibt es einmal in Nax die Geißelsteine des Verderbers und einmal in Scholo bzw. Stratholm gibt es einmal die Geißelsteine des Eindringlings. Von den Geißelsteinen des Eindringlings braucht man 10, um ein Token zu kriegen. Und von den Geißelsteinen des Verderbers braucht man 1. Deswegen sind die Geißelsteine des Verderbers besser. Da habt ihr aber halt blöderweise die Geschichte, dass ihr halt die Bosse nur einmal in der Woche töten könnt pro Char. Dementsprechend sind die begrenzt, die anderen nicht. Genau. Und mit diesen Steinchen wollen wir uns jetzt ein paar Sachen holen. Wenn ihr dieses Zeug auch machen wollt, ich habe zu all diesen Geschichten Videos gemacht, zu diesen ganzen Rätseln. Da müsst ihr schon ein bisschen was machen tatsächlich für. Und ich werde euch die verlinken, dann könnt ihr reingucken. Was genau wollen wir uns jetzt holen? Wir befinden uns in den östlichen Pestländern und hier gibt es unter anderem einen Händler der Ergentumsdämmerung und der verkauft uns halt die ganz normalen Sachen von der Ergentumsdämmerung wie immer, aber seit dem Patch 10.1.5 auch ein Token, wo, wie ihr seht, einige Rezepte drin sein können. Ne? All the Things zeigt mir das relativ schön an. Das sind die Rezepte, die mir daraus noch fehlen. Ich glaube, 1-2 oder so habe ich schon und ja. Da werden wir heute ein bisschen gammeln. Die Rezepte, soweit ich das weiß, kann man auch im Auktionshaus verkaufen. Und dementsprechend sind die tatsächlich auch ein bisschen Gold wert. Heißt, man kann theoretisch auch ein bisschen Gold mitmachen. Wir können jetzt mal hier gucken. Ne? Das sind jetzt so die Rezepte. Die sind teilweise auch mehrere 10.000 bzw. 100.000 Gold wert, die Sachen. Es gibt noch einen weiteren Token-Gamble und zwar werden wir uns den im nächsten Video, denke ich mal, anschauen. Es gibt nämlich auch in Naxxramas kann man sich dann noch einen Händler freischalten. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, das ist der T3-Händler und der hat ein anderes Token. Da kommen dann weitere Epic-Rezepte auch aus Naxxramas raus und die kosten 12 von diesen Druckmittel des Todes. Die Druckmittel des Todes kann man quasi auch gegen diese Geißelsteine des Verderbers eintauschen oder auch gegen diese kleinen Geißelsteine. Und das Token, was wir jetzt uns holen wollen, das kostet Ehrenmarke der Gentumsdämmerung und auch die können wir uns gegen Geißelsteine eintauschen. Die Großen haben immer eine 1-zu-1-Rate und die Kleinen eine 10-zu-1-Rate, ne? Wenn man mehr als 5 hat, kann man aber auch gleich 5 eintauschen. Das werdet ihr jetzt sehen. Seht ihr, kriegt dann 5 von den Marken. Heißt, wir werden uns jetzt 20 mal so ein Rezept-Token holen. Benötigen wir dementsprechend dann einmal 120 von den Geißelsteinen. Das sind schon einige Naxx-Runs. Ich würde sagen, wir fangen mal an, die jetzt umzutauschen. Und dann können wir gleich loslegen. Also hier, die packen wir noch rein. 19 haben wir. Okay, das hätte ich vielleicht ein Add-on anmachen sollen. Das habe ich nicht so ganz durchdacht. Das zieht sich jetzt hier dann doch schon ein bisschen. Ich habe dann den Add-on, das heißt Leatrix Plus. Da kann man das so ein bisschen automatisieren. Da muss man jetzt wieder klicken. Aber bis ich das jetzt geladen habe, scheiß drauf, wir machen jetzt einmal hier, machen wir ein bisschen Click-Action. Und ja, meine Hoffnung bei den ganzen Geschichten ist, dass ich einige Rezepte rauskriege, die ich noch brauche, ne? Und die ich nicht brauche, die werde ich ins A hauen. Erstmal will ich mir die Rezepte zum einen holen wegen meiner eigenen Sammlung, ne? Weil ich schlichtweg halt alle Rezepte am Sammeln bin. Und das andere ist aber, aus den Rezepten kann man halt coole Waffen herstellen, die aktuell noch nicht viele haben. Und da kann man vielleicht auch das eine oder andere Gold mitmachen. Bedeutet, wenn man die relativ zeitnah am Anfang des Patches hat, kann man damit vielleicht auch noch gut Gold machen. Heißt, mit den Rezepten kann ich dann Gold machen und wenn ich Rezepte kriege, die ich doppelt kriege oder schon habe, kann ich vielleicht auch noch ein bisschen Gold machen. So, wir haben jetzt hier 120 Tokens. Bedeutet, ich müsste jetzt hier 20 von den Rollen kaufen können. Und jetzt hoffen wir mal, dass TSM nicht rumbuggt und drückt mir die Daumen, dass ich irgendwas Cooles kriege. Also, erstes Ding, Rezept 100k wert. Okay, nice.
94. Ist das das gleiche? Moment, nee. Das sind zwei. Was ist denn das hier? Das ist Formel, das sind VZ-Sachen, ne? Zwei VZ-Rezepte, naja gut, die brauche ich schon noch. Was haben wir hier? Ein Lederrezept. Aber das habe ich schon, oder? Er beherrscht diese. Okay, aber das Rezept ist 300.000 mAh wert, alles klar. Was haben wir hier? Alter, 700.000, aber das habe ich noch nicht, oder? Also, ne? Der Wert sagt nicht, dass das weggeht für den Betrag. Das ist, sollte natürlich jedem klar sein. Aber wenn ich jetzt den Value zusammenzählen würde, wahrscheinlich am Ende von den ganzen Rezepten, die ich hier kriege, dann sind wir wahrscheinlich bei ein paar Millionen Gold. Ja, aber das kriege ich natürlich nicht, ne? Das ist jedem klar, denke ich mal. Aber die tun wir jetzt mal alle umwandeln. Und dann schauen wir mal, wie viele Doppelte ich habe. Und welche ich dann lernen kann und so weiter, ne? Das werden wir dann alles schauen. Aber ich kann euch sagen, das hier zum Farmen, 120 Marken, das sind, ist schon ein bisschen Aufwand. Du kriegst, wenn du komplett Nax einmal durchläufst, kriegst du, sind 15 Bosse, 15 Marken. Ne? Und für 120, naja, könnt ihr euch ausrechnen, sind quasi 8 komplette Runs, die ihr laufen müsst. Und braucht ihr halt 8 Chars, die dementsprechend das haben. So ein Run, eine Dreiviertelstunde ist man etwa unterwegs, würde ich jetzt mal sagen. So Pi mal Daumen. Ah, jetzt habe ich gleich schon eins erlernt. Ups. Naja gut, das können wir jetzt nicht mehr gucken, was das wert war, was ich da erlernt habe. Oder war das das hier? 100k. Wir können jetzt mal kurz überschlagen. Also das, was ich gelernt habe, war 100, 200, 300, 650, 700. Naja gut, also das ist auch 700k wert wahrscheinlich. Also wenn wir jetzt hier so drüber fahren, gut, wir können jetzt die Werte zusammenzählen, ne? Aber es macht, glaube ich, keinen Sinn. Das wären wahrscheinlich ein paar Millionen, die man hier machen könnte oder wenn man sie so ins Haar stellt. Aber ich will eher lieber die Rezepte selber lernen. Also das für VZ, das kann ich meinem VZ rüber schicken. Das ist auch für VZ, das sind zwei verschiedene. Dann haben wir hier bereits bekannt. Also das kann ich auf jeden Fall schon mal versuchen zu verkaufen. Dann das kann ich lernen, das ist für Schmiedekunst. Und das kann ich auch schon. Warte mal, ist das dasselbe? Ne, das ist ein anderes. Das ist auch für Schmiedekunst. Das kann ich direkt lernen. Das ist für VZ. Das kann ich dem hier geben. Kann ich schon. Können wir noch lernen. Das können wir lernen. Beherrsche ich bereits. Okay, das kann ich dann auch verkaufen. Beherrsche ich auch. VZ, warte mal, habe ich das jetzt hier schon drin? Ja, Nexus Bun, das habe ich da schon. Okay, was haben wir hier noch? Habe ich auch schon. Das habe ich auch schon. Was haben wir hier? Ist auch schon bekannt. Das kann ich noch lernen. Das kann ich schon. Und das Schwert können wir auch noch lernen. Dann können wir jetzt mal kurz reingucken. Warte mal, wo ist denn das drin? Außenbereiche. Östliche Königreiche, Pestländer. Wie viele Rezepte ich da jetzt noch brauche, die ich da noch gegammelt habe. Also das Inschriftenkunde, 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 Inschriftenkunde. Ein Schmiederezept wäre hier noch, was ich lerne. Leder, Leder, VZ, VZ, VZ. Das waren, glaube ich, die drei VZ-Rezepte, ne? Ja. Okay, und hier unten, bereits bekannt, bereits bekannt, bereits bekannt. Zauberkunst. Okay, ich habe kein Inschriftenkunde-Rezept gekriegt, aber die drei Schneiderrezepte und die anderen, die könnte ich jetzt theoretisch hinterher schmeißen. Ja. Habt ihr was mal gucken. Zum Tauschen? Da habe ich sogar jetzt drei Stück von denen. 200 Jahre alt sein. Zeigt ihr mir zusammen eine Million von denen. Ach, warte mal. Habe ich jetzt das eine verkauft versehentlich? Halt, stopp, das darf ich noch einmal verkaufen. Das ist jetzt hier für 100k drin zum Beispiel. Das ist hier für 700k drin. 100k, also wir tun es jetzt einfach mal rein, die ich halt eh doppelt habe, ne, die ich nicht lernen kann. Vielleicht verkaufe ich davon was, wir werden sehen. Gut, und die anderen schicke ich jetzt zu meinem Hexer, dann kann ich die mit denen noch erlernen. Und dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich schon durch. Ich muss wahrscheinlich noch ein paar Mal öfter bei dem Händler gambeln. Weil da jetzt doch noch einiges, vor allem Inschriftenkunde-Rezepte offen waren, habe ich blöderweise jetzt gar nichts gekriegt. Bisschen schade. Aber ich sag mal so,
wenn ich dann Rezepte nicht brauche, die scheinen ja beim im Auktionshaus aktuell noch relativ viel wert zu sein. Und ja, kann man vielleicht ein bisschen Gold machen. Als nächstes werden wir aber erstmal zum anderen Händler gehen und bei dem anderen noch ein bisschen gambeln und gucken, was ich da noch rauskriege. Ne? Also da ist ja noch ein zweiter Händler in Naxxramas oben. Den werden wir uns dann im nächsten Opening-Video angucken. Und dann mache ich es wahrscheinlich immer abwechselnd. Immer den einen, dann den anderen und hin und her. Also so habe ich das zumindest vor. Gut, damit sind wir durch mit einem kleinen Opening-Video. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.